Rafi, mein Bre, mein Abi. Oh, was geht, Kevin? Du hast dich lange nicht gemeldet. Ja, ja, ich war hier die ganze Zeit beschäftigt. Bin am Sachen klären. Erzähl mir mehr. Ich warte auf ein paar Sachen. Jetzt, ein paar Leuten gute Nachrichten vielleicht. Sehr gut. Lass dich überraschen. Sehr gut, Rafi, sehr gut. Was geht bei dir? Ah, ich hab ein bisschen mit meiner Traumfrau geredet, weißt du doch. Und wie lief's? Ja, wie immer halt, ne? Hat's geklappt heute? Ich hab mich wieder erneut verliebt. Jeden Tag aufs Neue. Diese wunderschöne. Wir haben uns die Kirche angeguckt. Ach du Scheiße, ich red laut. Wollt ihr heiraten? Nein. Nein. Seid ihr sicher? Steuervorteile. Welche Kirche war das? Ich lohnt sich. Denkst du wirklich, ich würde so eine Frau heiraten wegen Steuervorteile? Bruder, ist mir doch... Ich würde niemals Geld dieser Frau vorziehen. Mit Geld kannst du dir sowas nicht kaufen. Danke, Worte. Und das ist das Problem an Geld. Danke, Worte. Dass man solche Frauen nicht so bekommt. Danke, Worte, Löwe. Mach mal wie ein Löwe. Brav. Okay, das macht besser im Schlafzimmer. Ja, hä? Ich dachte, so mache ich das auch. Dann müsst ihr kurz jetzt schnell ins Büro gehen. Kurz Tür abschließen. Ich fand's toll. So, Kevin, wir müssen uns bald vorbereiten. Danach kannst du seine Rache nehmen. Ich warte also, da wirklich sehnsüchtig drauf. Ärger macht, da kannst du große Klappe haben, wie du willst. Ja, das ist das Problem. Die sind so irrelevant, da bockt das gar nicht, große Klappe zu haben. Naja, das sind gute Waffenlieferanten. Achso, na gut, dann viel Spaß. Ja, du hast ja dein Erz gewonnen. Hast du das Bild angeschaut? Na, findest du dich selber auch geil? Das ist gar nichts. Inwiefern? Ja, ob du das Bild anschaust und dir denkst, boah, geile Sau. Ja. Ja, was doch. Ist, das muss rausgeschossen kommen. Ich bin schon zufrieden, ja. Ich auch. Jetzt gleich schlafen. Ich bin nur noch hier, weil du da bist. Kevin. Ja. Hier sind die Crypts. Yo, Bankers, Bro. Das hört sich so irgendwie ein bisschen rich an, Bro. Ja, das hört sich an wie so eine Bankerfamilie mäßig. Ja, habt ihr Geld noch? Verdammt, Alter. Jungs, habt ihr meine Stacks? Ganz kurz, habt ihr meine Stacks dabei? Hast du meine Stacks dabei? Ja, hier sind die. Hast du meine Stacks auch dabei? Ey, bitte. Bitte, Rafi, warum hängt ich weiß, ab, Bro? Dass du das dabei hast. Warum hat er aber so? Du hast das dabei. Und Cassie, du hast das auch dabei, die Stacks. Komm schon, Cassie, du hast die Stacks auch dabei. Wie könnt ihr so einen dicken Waffen verlieren, verdammt, Mann? Wartet, Jungs, ich muss die Stacks holen. Ja, okay. Komm her, Cassie. Die haben sogar Stacks auf den Hosen, Mann. Sehr gut, ihr müsst die Stacks holen. Ja, sehr gut. Ey, Jungs, hol mal schnell die Stacks. Hol mal schnell die Stacks, bitte. Die fragen, ob wir reich sind. Jungs, wir zeigen euch, wie reich wir sind. Willst du mal sehen? Holt die Stacks aus. Holt die Stacks aus, Jungs. Holt eure Stacks raus. Alter, verdammt. So. Ich hab da was in meiner Hosentasche gefunden. Yo, das ist super Rebanker, Bro. Also. Okay, das ist crazy. Was wollt ihr von uns? Ja, Alter. Wir wollten hier mal ein bisschen vorbeischauen. Wir hatten keine Ahnung, dass ihr so eine dicken Batzen habt, Alter. Also wir finden Millionäre peinlich, wir sind Multimillionäre. Das sind doch keine dicken Batzen, Dinge. Das ist Kleingeld. Das ist Taschengeld. Das ist Deko-Geld, das schmeißen wir wieder weg. Ja. Ja. Irgendwelche Wirbelpark-Junkies und Das ist Toilettenpapier für die nächsten zwei Wochen. Verdammte Scheiße. Rum, oh mein Gott, Bro, er sagt, euer Geld ist gefälscht, Bro. Was? Ja, unser Geld ist angenäht. Ja, und der da oben, Mann. Alter, wieso sagt er sowas? Ich weiß auch nicht, der ist schon seit zwei Stunden hier. Ich weiß gar nicht, wer der ist. Der ist seit zwei Stunden hier, der läuft einfach rum. Beachtet ihn gar nicht. Ja, ignoriert ihn einfach. Wir wissen auch nicht, wer der ist. Okay. Ist das so ein Penner? Er ist kein wahrer Banker. Ja, irgend so ein Penner. Genau, den kenne ich nicht. Penner, Mann. Guck mal, ist doch normal, da wo Geld ist, das sind noch Penner, die schnurren. War klar. Alter, bist du auch ein Freestyle nebenbei? Mehr Geld auf seinem Konto. Natürlich Freestyle ich nebenbei. Kleiner Würfelpark-Junkie. Kannst du Freestyle raushauen? Ich bin was kein Würfelpark-Junkie. Frag doch deine... Du weißt schon, was ich sagen wollte, Bro. Ja, raus. Je, und dann fange ich an zu rhymen und alle fangen an zu weinen. Kicken Jerk Nummer 1 auf der Tanzfläche. Die Bangers kommen und da werden euch ins Gesicht lachen, yeah. Yeah, hast du gehört? Verdammt doch mal. Bro, meine Karre wurde Pinsel, das ist hinter die Ohren. Crazy, Mann. Schule, dreijährige Kinder können sogar besser rhymen als der. Was ist da für Sachen aus? Ja, dann machen wir besser, komm. Wein, mein, lachen, oh mein Gott. Komm, mach mal besser, komm. Los, mach besser. Komm mal vor meinem Auto da runter, du. Ganz kurz, wer hat eigentlich den eingeladen? Ohne Spaß, wer hat überhaupt eingeladen? Oder keine Ahnung, der ist ein ganz selber eingeladen. Ja. Der steht ja einfach so die ganze Zeit rum, ne? Ihr kleinen Würfpark-Junkies, ey, mit einem gefälschten. Junge, was redest du? Was redest du? Ist das? Hey, du jetzt. Wie redest du mit meinen Brüdern? Hängst an unseren Eiern, Bruder, und redst groß, ja? Verpiss dich. Ey, nicht so, dumme Eck. Ja, scheiße, ich schmeiß nix raus, Mann. Adios, amigos. Du hast Hausverbot ab heute. Adios, amigos. Fühl mal. Du hast Hausverbot. Hausverbot hast du. Ist das Anwesen oder was? Ja, natürlich ist es. Ja, krass. Ich kann mich nicht dran erinnern, eingeladen zu haben. Ich kauf's morgen ab, dieses Anwesen. Keine Sorge. Ja, kauf das, du Penner. Kauf das, du Penner. Los. Wenn du Geld hast, dann komm. Verpiss dich, los! Dein geile Hose, oder? Wo hast du die Hose hergeholt? Wirklich, ich muss reden, Peter! Gefälschte Hose aus dem Bazar. Adios, du Peter! Adios! Ich hab alle Charge so, Jungs, Hosen, dann kommen wieder hier rum. Geh schon, du Peter! Adios, amigos, du Peter! Halt's Maul! Adios, du Peter! Komm mal morgen, dann haben wir noch da, ist du. Geh mal unter die Brücke, komm, du Sie! Komm, du Sie! Morgen werde ich euch alle. Hau ab, Alter. Ja, komm ab. Ja, ist abgeschlossen. Die OJ-Camps, Sir. Hast du schon mal OJ-Camps? Hau ab, du Penner jetzt.
Deine Arme, was schubst du hier? Na los! So, mein Lieber, da vorne ist deine Brücke. Viel Spaß, hoffentlich ist schön kalt die Nacht. Ja, guck mal, eure Nummer, ich schicke euch einmal ein bisschen Geld, dass ihr euch mal was kaufen könnt. Wir brauchen kein Geld, du Penner. Hopp, du Idiot. Deinen komischen Bündel in der Hand. Hopp, du Penner. Hopp, geh uns auf die Brücke da. Kevin, das ist Staatsbeamter. Das sind die, hier, die Feuer. Okay, ich bin jetzt auf der Straße. Auf geht's, komm. Wir tragen ihn zu dem Penner drauf, komm. So, wir zeigen dir jetzt, wo du. Wir zeigen dir jetzt, wo du hingehörst, du Penner. So, Kollege, guck mal. Ne? Da vorne, Unicorn. Hier, du. Anwesen, krasses Anwesen. Hier, du. Ja, leg dich hin. Geiles Anwesen auf jeden Fall, Jungs. Geiles Anwesen. Leg dich hin. Brauchst du mal ein T-Shirt, du Penner, ey. Ich hab kein Geld für ein T-Shirt. Gib mir Geld. Gib mir Geld, wenn du reich bist. Los. Da geh wieder dahin. Da geh wieder nochmal, ich geb dir. Abo. Da schießt der Kinder. Keiner schießt auf dich. Max, wer war das? Ich ging ihn jetzt andrücken machen. Keine Ahnung, wer das war. Also, irgendeiner meinte, der ist vom DOJ. Wer hat den Ausweis dann gesehen? Meinst du den Käseverschnitter? Ja, der von gerade, ja. Dem Schein auf die Backen gegeben. Ja, irgendeiner meinte, der ist vom DOJ, aber was ist denn DOJ? Ich weiß gar nicht, was ist. Department of Justice. Von denen kriegen wir die Lizenz fürs Unicorn. Ja, super. Ach so, dann macht er jetzt den Laden nicht wahrscheinlich, ne? Kann passieren, weil wieder einer hier umgeknallt hat. Aber außerhalb vom Anwesen. Ah, das regeln wir. Ich kenne Amsterdam ziemlich gut. Ja, ja. Wer hat den umgeballert? Einer hat den umgeballert. Bicock hat auf den geschossen. Einer hat geschossen, aber nicht umgeballert. Was? Warum schießt du auf den? Der war nicht um die Uhr, hey, beruhigt euch. Also irgendeine Witz nochmal. Also ich schieße auf ihn, weil er mir so langsam auf den Sack geht, ganz ehrlich. Ja, außerdem habe ich ihn nur im Fuß geschossen. Aber du weißt schon, dass er gerade ein DOJ ist. Ja, komm wieder hier. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Jetzt kommen seine... Nein. Ah! Immer Fox und Monkel. Was geht ab? Hast du deine Freunde mitgebracht, oder was? Nee. Mein Freund ist... Bist du nicht bei der Army? Nein, nein, Nils. Du, dich meinen wir nicht. Wir meinen nur den hier. Ich dachte gerade schon. Den da. Hey, wer hat euch erlaubt, ihn als Penner zu bezeichnen? Hey, Kemmer, wer hat man nicht so fresh? Du wer hat euch erlaubt, ihn als Penner... Ja, wir dachten, der ist ein Penner. Digga, Bruder. Jedes Mal dieselbe Nummer, wirklich. Warum denn immer schießen? Warum denn nicht mal reden? Bisschen EP machen. Warum kann man denn nicht mal EP machen? Bisschen EP, bisschen Rollenspiel. Also, ich fasse ganz kurz zusammen. Ich komme auch. Pass auf, Chat, ich erkläre ganz kurz, was passiert ist. Okay? Der Typ mit dem Bart, der chillt den seit 2-3 Stunden hier und fuckt ab. Oh Gott, ich hab mich versteckt, dass ich dich die ganze Zeit. Dann sag ich, du scheinst ein Penner zu sein, wenn du die ganze Zeit bei uns chillst, weil wir kennen dich gar nicht. Dann kommen die und sagen, wen habt ihr Penner genannt? Ziehen Pistolen, schießen. Verstehe ich nicht. Also ich realisiere langsam wirklich, wie das hier läuft. Man geht irgendwo hin und sagt, du Wichser. Dann sagt der andere, du bist selber ein Wichser. Und dann sagst du, du hast mich Wichser genannt. Kevin, ich muss dir eins sagen. Jemmo ist ein geisteskranker Schütze. Weil der ist ja sogar in unserem Anwesen. Also der kommt einfach auf unser Anwesen, Chat. Check ich nicht. Ist das erlaubt? Kevin. Cassie. Ich war da. Ich habe mich versteckt, um dich zu retten. Wenn ich jetzt sterben sollte, tu mir bitte einen Gefallen. Ja. Bitte zeig mir einmal, wie es ist mit dir. Danke. Ach du danke, Scheiße, Kessi. Du Ekel. Danke, Kess, mir geht's so gut. Das ist nicht das Letzte, bevor jetzt, ich sterbe. Jetzt kann ich sterben. Ich hab mich draufgesetzt. Kess, du bist eine absolute Traumfrau. Das ist krank. Kess, wer nicht. Sagt, es ist krank? Wer hat geschossen? Jemmo, bist du es? Welch, wisst ihr? Der passiert eh nichts. Anik. Nein. Schon wieder. Ey, Jungs. Also ich fasse ganz kurz zusammen, okay? Dieser Typ chillt die ganze Zeit in unserem Anwesen. Ja. Die ganze Zeit ab. Hey, liegt da noch die ganze Lippen, Zeit. Ja. Und dann sagen wir, dass er ein Penner sein muss, ne? Mhm. Weil sonst wird er dann ganz bei uns chillen. Dann geht der weg, kommt mit 5 Leuten und sagen, wer ist der Penner? Dann sagen wir, ja, du. Und dann schießen die. Ja. Was ist ja, das? Dann, keine Ahnung, ich habe 2 oder 3 von denen geholt, alle lagen und auf einmal kam von irgendwo nochmal einer. Das waren 4 von Anfang an. Ich check das nicht, Digga. Wie, warum, ja, wieso, was soll? Welche Würfel packt? Das ist Jemmo und Mert halt. Wer ist das? Jemmo ist ja nicht bei Kanon. Das sind alles Würfel bei Kanon. Gut. Jemmo ist bei... Bruder, Jemmo hat doch nicht geknallt. Doch, Jemmo hat angefangen mit geknallt. Jemmo hat angefangen. Der ist doch bei der Army, ja? Ich hab den eigentlich ganz korrekt in Erinnerung. Sag ich so, wie das ist. Ist bei der Army? Hey, wieso kann er denn einfach ballern? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, sowas sollte man lieber einfach nicht hinterfragen. Frag nicht. Wer wird schon Sanktionen bekommen von Army, wenn das rauskommt? Aber vielleicht können wir das ja auch vernünftig regeln, alles. Wer weiß. Einer von der Army? Er schießt uns, Chat. Was ist das denn? Was war jetzt überhaupt der Grund für die Schießerei? Was? Also Nils, komischerweise, wenn du da bist, gibt's die Probleme. Ich kenn zwar jeden in der Stadt, aber ich schieße nie. Hast ja, du wieder unter uns geht, super. Jemmo hat geschossen, Kevin. Aber warum? Ja. Scheiße. Da Jemmo ist auch noch jetzt und die reden gerade mit deinem Elver und der meinte, du sollst auch mal da hinkommen irgendwie oder so. Wenn ich das schon wieder höre,
wir wollen das klären. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Ja, alles gut, alles gut. Ich vorgestellt. Alle, nein, nein, lass mich ausreden, Bruder. Das Schießen hat gar nichts gebracht, Bruder. Ich bin ausgetickt, Bruder. Mein Kopf hat krack gemacht. Ich bin ausgetickt, Ammoniak. Ich kann nichts dafür. Ich bin Penner, ich bin das, ich bin dies, weißt du. Ich hab gesagt, aber okay, du bist doch Soldat, oder nicht? Ja, also, ich war also kein Teilzeit-Soldat. Teilzeit-Soldat. Warte mal, bist du Soldat? Was ist denn schon wieder hier los? Ist doch Teilzeit, Bruder. Hör auf zu lügen, Bruder. Wir sind doch keine Vollzeit-Soldaten. Halt's Maul, jetzt, Mann. Ey, beruhigt euch jetzt. So, wir regeln das friedlich, ey. Guck mal. Schießen hat nichts gebracht, habt ihr jetzt gemerkt, ja? Am Ende lagt ihr alle unnötig. Am Ende waren es 4 gegen 18, keine Ahnung. Ist doch egal. Ist doch egal. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Er hat nichts gebracht. Der hat recht, Bruder. Kann man nämlich nehmen. Guck mal, hä? Was ist hier von mir, Mann? Warte, wie war nochmal der Name, Elva? Ich hab Namen vergessen, tut mir leid. Raffi Black bin ich. Raffi, Mr. Black. Guck mal, wir wollen eigentlich kein böses Blut, Dein Kollege hat uns beleidigt. Wir haben ihn rausgeschmissen, Er kommt zurück, kommt mit euch, und ihr schießt. Warte mal, ich hab euch noch sehr vorbildlich, Jungs, sehr vorbildlich. Ich hab die Sechs rausgeholt. Präsenz zu sein. Bündel gefälscht sind. Und ihr habt dann als Beleidigung das gesehen, habt angefangen zu beleidigen. Guck mal, wenn diese Bündel gefälscht sind, Guck mal, als Entschuldigung, bezahlst du uns jetzt etwas. Was hältst du davon? Ja, wie was? Ich zahle gar nichts, bring die Flaschen auf den Tisch. Okay, Bankers. Nein, warte mal, dein Kollege ist doch. Ja, mein Bruder, so, aber ich rede jetzt für meinen Kollegen. Guck mal, ich rede jetzt für meinen Kollegen. Okay, erzähl mal. Gezahlt wird erstmal gar nicht, okay? Es freut uns, euch kennenzulernen. Wir wussten nicht, wer ihr seid. Wir wissen nicht, wer ihr seid. Immer noch. Ihr bezeichnet euch als Bankers und als, ich glaube, Unicorn-Besitzer. Sehe ich das richtig so? Genau so sieht's aus. Natürlich freut mich, dass ihr in der Stadt seid. Herzlich willkommen, Salam Aleikum. Wir haben uns auf wer der seid falschen... ihr eigentlich, wenn ich mal frage? Ich bin Jemmo, Bruder. Und von wem kommt ihr? Oh, ja, ein Bruder, kann man, wenn man so sagen darf. Ihr seid ja keine Familie. Nein, Bruder, ich bei mir kann man sagen, Bruder, ist so ein Ding. Kannst du den Mann hier in Rot fragen? So ist so ein Zwischending. Okay. Also ein Familienmitglied, Bruder, aber ich bin nicht mehr drinnen, sozusagen. Ein Freigeist. Ein Freigeist, ein Veteran. Und ich stehe für diese Familie steht für mich. Ich habe auch das Recht, also als diese Familie zu reden, Ansagen zu drücken im Namen dieser Familie. Okay, was ist euer Name? Erzähl mal. Bruder, diese Familie hier rechts ist Kanon, Bruder. In der okay. Und den hat es auch erwischt. Das ist das Problem jetzt hier, was im Mittelpunkt liegt. Was mit uns passiert? Ja, aber warum schießt Kanon? Erzähl mir mal das. Wo Ali auf mich schießt. Nein, du hast zuerst geschossen. Ja, guck mal, rede warte, nicht, wenn du keine Ahnung hast. Ich habe dich abgeschossen, das ist die Sache. Ja, wie? Ja, nachdem ich angefangen habe, auf euch zu schießen. Deswegen, weil du geschossen hast. Komm mal runter, dieser. Ja, Bruder, ich schlag nicht an jemanden von meiner Selle mich. Ich will erstmal haben, was ich mache. Bruder, du bist doch kein Mann, dann lüg nicht, guck mal, Männer lügen, liegen nicht, nur Fassen liegen. Mert und Black, chip mal jetzt erstmal. Hast du mich gerade F*** genannt? Bruder, ich sag F*** lügen, hast du gelogen? Das stimmt, er hat gesagt F*** lügen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, hast du anscheinend gelogen. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ach doch immer auf deine Wortwahl, kleiner Mann. Ich mach keinen Sinn mehr. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Beruhigt euch doch mal. Setzt euch hin, trinkt euch ein Glas. Bruder, ist ein Missverständnis. Ich sag deinem Lügner das, okay? Black, tamam, ist okay, Black. Öffne dieses Thema nicht weiter, Bruder, bevor der Typ hier rechts seinen Arsch schießt, Bruder. Ich mein's ernst. Bruder, okay. Ich sag dir eine Sache. Eben gerade war 1 gegen 1 zwischen mir und Ina, der lag... Bruder, 1 gegen 1, Bruder, ich hab 6 Bruder. Leute, ich hab 5 Leute von euch geholt. Du willst, ey, Black, komm mal. Ich sag dir mal, die Bankfamilie macht dir Ansagen, das ist krass. Bruder, ich mach keine Familieansage, sondern ich mach ihn als persönlich als Mensch Ansage, Bruder. Dann mach das Ding runter, ihr Selami. Ey, was machst du hier? Was machst du, Testo? Bruder, was schlägst du hier? Guck mal, erstmal hab ich mit ihm Stress, und er ist nicht mit seiner Familie gekommen, sondern er ist selber hier persönlich gekommen. Oder bist du hier wegen Kanon? Ich repräsentiere meine Familie. Ah, du bist jetzt wegen deinen Leuten hier mit Kanon hier bei uns einmarschiert. Nein, du hast falsch verstanden, Blake. Deine Leute haben auf ihn geschossen. Meine oder wir, meine Leute haben nicht auf ihn geschossen, sondern er wollte deine Leute haben wollen. Nein, wahrscheinlich genau war das ein Querschläger. Genau das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu schießen, kleiner Mann. Wahrscheinlich war das ein Querschläger, kann passieren. Wir waren alle mittendrin. Bruder, der kommt hier einmal rein, schießt dir einen ab, rennt raus, geht auf die Straße, ganz hinten, dachte er hat einen besseren Peak, und schießt mich da, versucht mich abzuschießen, und ich hab mich weggeschappert. Oh. Ganz einfach. Black, Walla, Black, Walla, John, Bruder, pass auf, Bruder, ein bisschen. Ich sag dir, was Wahrheit ist, Bruder, ich rede die Wahrheit. Ja, wirklich, Bruder, bitte senk deinen Ton, weil wenn du den nicht senkst, dann kommen wir wieder und dann töten wir euch zum dritten Mal, zum fünften Mal, Bruder. Ey, du bist ein peinlicher Idiot, du bist auch ein peinlicher Idiot, ihr seid alles drei peinliche Idioten. Denn ihr fahrt hier hin, weil ihr irgendeinem Typen hier sagt, du hast besser gesagt, deswegen töten wir jetzt alle Menschen. Du sagst, du bist reich, dann zeig mir 1 Million, ich schwöre, ich gebe sie dir wieder. Warte, ich zeig dir 1 Million. Jalla zeig. Ey Jungs, holt mal die Stacks raus. Holt mal die Stacks raus. Zeig dem
meine Millionen. Hier, hier die Millionen. Das sind meine Stacks. Und wenn du Eier hast, nimm doch die Stacks ab. Dachte ich mir schon. Warte mal, Kevin. Der Junge ist ein strammer Junge. Das ist alles gut. Der ist ein guter Junge. Der ist ein strammer Junge. Mit dem kann man reden. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Der chillt mit dem hier. Ist mir scheißegal, ob du mich ernst nimmst. Hier, so wirst du enden. Bad, you can't hit me with a quarter. Nein, nein. Ich weiß nicht, was ein Quarter ist, Bruder. Ich hab nur dicke Scheine, mein Bre. So, Jungs. Dicke Eier, Alter. Sonst gar nichts. Wir haben uns mit dem falschen Fuß erwischt. Ist abends. Jeder hat Kopfschmerzen. Jeder ist auf Kokain. Jeder ist auf Alkohol. Jeder ist auf links, rechts. Deswegen, ihr geht euer Weg. Wir gehen unser Weg. Salam alaikum. Aber bevor wir unser Weg gehen, will ich noch einmal von euch eine Entschuldigung. Was denn, John? Bruder, eine Entschuldigung wirst du von mir nicht hören, wenn du gelogen hast. Mein Bruder, mein Abi. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Abi, du bist so mächtig. Du bist ein mächtiger Krieger. Entschuldigung. Mein Abi, mein Krieger, mein Löwe. Du bist so ein krasser Typ. Ey, Entschuldigung. Im Namen von allen Bangers. Verzeihung. Hier, hier, nimm das Geld und verpiss dich jetzt aus meinem Laden, du Hund. Du Kelp. Verpiss dich jetzt. Los, du Kelp. Nimm den Batzen und verpiss dich. Los, du Kelp. Adios, amigos. Du Kelp. Geh raus oder ich nimm dich. Hau ab jetzt. Hau ab, du Kelp. Ja, Sibi. Ja, Sibi. Hau ab jetzt. Ja, Sibi. Was verstehst du da draußen nicht? Raus. Ihr werdet jetzt sehen. Ja, du wirst sehen, wie ich dich fick, wenn ich will. Hau ab jetzt. Hau ab, du Kelp. Hau ab, du Kelp. Was verstehst du nicht? Hau ab. Ich entschuldige mich, dass du so ein Kelp bist. Entschuldigung an alle Unicorn-Besucher, dass so viele Kelps meinen Laden betreten haben. Jetzt hau ab, ihr Kelps. Ich verstehe kein Wort, John. Aber du willst den Leuten erklären, dass eigentlich dein Land davor ist? Ja, Bruder, weißt du, manche Menschen anstatt sich. Wie bitte ist die Polizei? Ja, wir haben drei Kips hier. Ja. Ich möchte Anzeige erstatten wegen drei Kips. Positiv. Du willst mich nehmen, das sind doch Dinge, die. Ja, bitte verhaften Sie die. Das ist einer mit roten Hose, einer hat hier so ein Yato-T-Shirt, da steht wahrscheinlich auch auf Französisch. Und der andere hat hier einen Bart aus meinen Schmarren gemacht. Wo ist der Schmarrbart? Hallo, wo. Ah, ja. Hier, die Kelp-Polizei. Ich möchte Anzeige erstatten, hier ist einer hat meine Schmarre geklaut und sich ins Gesicht geklebt. Gib mir meine Schmarre zurück, die du ins Gesicht geklebt hast. Ich möchte Anzeige erstatten. Einfach Würfelpacke vor. Guck dir das an. Guck dir das an. Wir gehen, wir sehen uns mal wieder. Mit Salam aleikum. Ja, alles gut. Der wird bellen hier. Ja, bring eine Leine mit. Bring eine Leine mit. Anja, kein Problem. Komm, wir gehen. Lass jetzt raus. Ja. Du bist Ja. Bla, bla. Ich kann nicht hören. Ich kann nicht hören, das Geld ist zu laut. Ich kann nicht, ich höre das Geld ist so laut. Das Geld ist so laut, ich höre dich nicht. Der einzige Grund, warum du mich Hund nimmst, ist, weil ich deine Freundin Doc genommen habe. Das ist der einzige Grund. Ich habe deine Freundin Doc genommen und deswegen nennst du mich jetzt Hund. Kein Problem. Ich habe sie wie ein Hund genommen. Auf allen vier. Ba, 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 ich geb. Boah, was sagt ihr da? Hat deine Freundin von mir erzählt, warum nennst du mich Hund? Damn, Alter. Wer hat was erzählt? Deine Frau hat was erzählt. Bis morgen machst du die Schmau aus dem Gesicht. Bis morgen kriegst du mal einen in dein Gesicht. Krass. Komm, Jungs, wir gehen jetzt. Komm. Ich lehne dein Angebot ab. Ich bin nicht Hund. Ich stehe auf Frauen. Ich stehe auf Frauen. Ich möchte dich nicht. Warum redest du eigentlich so frisch? Warum redest du eigentlich so frisch? Frisch. Mach das, mein Kollege, okay? Alles klar. Ja, gut. Ja, guter Rücken. Komm, Pauke. Der muss auch gerne Millionär mit seinen komischen Eierbündeln. Ja. Hier, riech mal dran. Komm, riech mal dran. Ja, dann komm mal um die Ecke. Hier, riech an dem Geld. Komm mal um die Ecke. Go, Lücke. Sehe ich aus wie ein Assi. Verpiss dich jetzt. Komm, hau. Ja, man sieht sich immer zweimal. Ja. Dreimal. Komm, fünfmal. Tschüss, adios. Komm. So. Problem gelöst. Komm, Bruder. Lackschuh. Ja, ihr f*** mich noch, weil ihr seid. Ich stehe auf Typen. Bitte komm morgen. Gib mir eure Eier. Gib mir eure Eier. Ja, geil. Schlägerei. Komm, Schlägerei jetzt. Wenn ihr Eier habt. Komm. Ja, gut, überfahr mich. Ach Gott, das ist ich bin wirklich. Ich was bin. Was habt ihr mit den Typen gemacht? Bin wirklich schockiert. Ich bin wirklich schockiert, Digga. Überfahren, schießen wegen P***. Das ist wirklich geisteskrank. Also, ich muss das jetzt mal dir ganz klar und deutlich sagen, ja? In dieser Stadt wird nicht viel gesprochen. Jeder sucht sich den kleinsten Grund, den er kriegen kann, und es wird nur geballert. Also, ich bin schockiert. Aber guck mal, ich hätte kein Problem damit, wenn die Leute offen und ehrlich sagen, hey, ich bin ein abgefuckter Vollassi, ich will eigentlich nur f***, dann verstehe ich das. Aber die kommen und tun so, als würden die etwas klären wollen. So einer auf wie sagst du Penner? Hast du Penner gesagt? Und dann würde man sagen, ja, weil der die ganze Zeit eben anwesend war und provoziert hat und nach, keine Ahnung, nach zwei Stunden haben wir gesagt, ey, du Penner, du musst doch ein Penner sein. Sonst kann man nicht, sonst hast du kein Zuhause. Und dann würde also sich das ja friedlich klären. Wollte das auf Lachkick machen. Ja, Gemma wollte das auf Lachkick machen. Nur du musst halt bei Familien aufpassen. Wer ist Gemma? Gemma ist der mit dieser komischen Alien-Maske da. Alien-Maske.
Der ist geisteskrank korrekt. Und wieso schießt er dann einfach? Kann man machen. Der wollte sich daraus einen Spaß machen. Einfach wo schießen. Einer flachkickt, damit alle ein bisschen aufgelockert sind auf Spaß. Einfach das schießen. Hat er uns gerade extra gesagt. Ja, ja. Das ist in der Stadt so hier. Guck mal, und das, die Sache ist... Das kannst du mit nichts anderem vergleichen. Diese Stadt ist eigen, oder? Ja, ich mag das. Ich mag das. Deswegen wollten wir auch nochmal mit Raffi reden, Bruder, weil der hat das so gut gesteigert. Der redet auch komplett katastrophal. Bruder, so kannst du hier nicht reden. Kevin, so haben wir eine Forderung nach der anderen. Dann zahlen wir 3 Millionen am Tag aus. Kevin, guck mal, wir hängen hier jeden Tag, Bruder, 9 Stunden auf dem Feld, 8 Stunden auf dem Feld, damit diese Familie die weiterkommt, Bruder. Ey, Chris Forever, und danach kommen hier Leute, Bruder, die 1-2 Stunden da sind. Chris Forever, Mann. Also hart auf hart. Wir kriegen jetzt von Kano eine Forderung und von Sinaloa kriegen wir auch eine Forderung, wenn ich das nicht gleich kläre. Wer ist denn Sinaloa? Weil die da stehen, dass die da den Kopfraum leer gemacht hat, während wir gefightet haben. Das sind so Sachen, die nehmen die Familien hier sofort, um eine Forderung zu drücken. Ich check. Wie hoch sind die Forderungen? Deswegen muss ich das ein bisschen runterreden. Also maximal kannst du 350.000 fordern. Boah, das wäre echt hart, Alter. Konflikt. Ja. Das wären jetzt wieder 750.000 oder 700.000. Guck mal, wir sind direkt sind. Kevin, wir saßen heute mit der Familie 6 Stunden auf dem Feld mit 8 Leuten, Bruder, haben 500.000, ja. Oh, das ist geil, aber die Leute kommen auch einfach zu uns, ne? Also ich hab dein Geld geklaut. Ja, ne, mit, viel Spaß. Ich hab dein Geld geklaut, Alter. Okay, ich hab genügend. Demo, ich komm gleich nochmal zu dir, ja? Wir klären das gleich, ja? Komm zu mir, Alter. Komm rüber, wenn du was klären willst, Mann. Ey, Kevin, ich sag dir ehrlich, wir brauchen Anwesen. Das war ja eigentlich Anwesen, ja, aber irgendwie nicht mehr, ne? Okay, ja, ist es nicht, Bruder, du merkst ja. Also es gibt in dieser Stadt eine einfache Faustregel. Das kann die Ari auch bestätigen, der war ja auch seit Tag 1 hier. Du musst zu jedem einfach scheiße freundlich sein, denen sagen, was sie hören sollen. Es sei denn, du willst mit denen Konflikt haben. Wenn du Bock hast, gegen den Konflikt zu haben, wenn du es dir leisten kannst, dann rede, wie dein Herz dir begehrt. Du musst im Prinzip nur einmal sagen, dass es sind. Und schon gehen die nicht rein und du kannst sie dumm und dämlich knallen. Ansonsten musst du hier in dieser Stadt einfach eine ganz, ganz, ganz ruhige Kugel schieben. Und am Anfang erstmal auf jeden Fall unterordnen. Egal wie schwer dir das wird. Ja. Und guck mal, Kevin, wir wollen das nicht umsonst machen. Wir stecken so viel Herzblut auch rein, ne? Auch für dich. Und Digga, wir stehen da 8-9 Stunden auf dem Feld, Bruder, um am Ende des Tages, dann kommen Leute, die 1 Stunde hier sind, Bruder, drücken Ansagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich check. Guck mal, ich mag einfach keine Ungerechtigkeit. Es war ungerecht. Der Typ fuckt hier, weiß ich, 2 Stunden ab, dann nennt man den einmal Penner, dann kommen die, du hast Müller genannt, schießen und dann f***en die noch hier, dann setzen die sich hier noch rein, als wären die letzten Könige und f***en noch weiter ab. Aber wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und gucken, in welcher Lage wir sind. Safe, wir können das nicht machen, ich weiß. Okay, die wollen eine Entschuldigung, dann ist das Ding erledigt, oder wie? Ja, aber von Cassie. Ich hab gesagt, ich entschuldige mich dafür, ist doch kein Problem. Ist sie schon schuldig? Sonst gäb's direkt. Ich hab Kästchen noch nicht ansprechen können. Ja, die war doch grad hier. Ja, hier. Warum machst du, während wir fighten, einen Kofferraum von einer ganz anderen Familie leer? Was? Ja, du warst dann im Sinaloa-Kofferraum. Nein. Die sagen das alle drei. Ich weiß nicht mal, wie der Kofferraum aufgeht, Junge. Guck mal, wir müssen die Wahrheit wissen. Du kannst doch bei ihm lügen. Du hast wirklich nicht gewonnen. Sehe ich so aus, als würde ich einen Kofferraum leer machen? Ja, okay, sie sagt die Wahrheit. Sie will den Giant von mir haben, doch ich frag sie, wie sie geht. Feder. Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich weiß, dass du auf mich stehst.